Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Beim FIA-Meeting am Donnerstag zwischen den Teams und den Fahrern sowie der FIA und der FOM wurde bestätigt, dass die Genehmigung für die 2021er Regeln von Juni auf Oktober verlegt wurde. Die Abstimmung und die Entscheidung war einstimmig. Nächstes Thema. Ab 2020 gibt es für Nicht-Formel 1 Stammfahrer Neuigkeiten. Alle Teams müssen voraussichtlich in mindestens zwei der ersten freien Trainings pro Grand Prix Test- und Nachwuchsfahrer fahren lassen. Dadurch bekommen sie Extrapunkte auf ihre Superlizenz, die sie später benötigen, um in der Formel 1 einsteigen zu können. Voraussetzung sind Fahrer, die mindestens 25 Lizenzpunkte gesammelt haben. Sollte der Test- und Nachwuchsfahrer mindestens 100 Kilometer im ersten freien Training ohne Strafpunkte gefahren sein, gibt es dafür einen extra Lizenzpunkt. Maximal 3 Jahre lang kann der Fahrer auf diese Art und Weise Lizenzpunkte sammeln, wenn es dabei nicht mehr als 10 sind. Außerdem darf er nicht mehr als 2 Grand Prix absolviert haben. Nächstes Thema. Nicht nur Renault wird ein Motor-Update mit nach Frankreich bringen, sondern auch Honda. Damit soll versucht werden, die Lücke zu Ferrari und Mercedes bzw. zu dem Rest des Mittelfeldes zu verkleinern. Das ist Hondas dritte Power-Unit in dieser Saison. Die Fahrer erhalten daher eine Strafe, wenn sie ab diesem Rennen die Motorkomponenten wechseln. Laut Simulationen sind 10 PS fast 0,2 Sekunden Zeitgewinn pro Runde. Diese Entwicklungsstufe wird jedoch keine große von den Japanern sein. Die große Power-Unit-Entwicklung wird zum Italien Grand Prix in Monza soweit sein. Nächstes Thema. Williams baute zum Kanada Grand Prix eine neue Vorderradfederung ein, um sich vor dem schrecklichen Start in die Saison 2019 zu erholen. Nach dem Wochenende bestätigten sowohl George Russell als auch Robert Kubica, dass sich das Auto besser anfühlt. Das Upgrade bestand darin, eine neue Halterung in die vordere Aufhängung hineinzufügen, die den Drehpunkt der Schubstange verschiebt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Dass die Regeln verschoben werden, wundert mich nicht, weil in letzter Zeit nicht alle Teams gleicher Meinung waren. Lieber ein vernünftiges Reglement erarbeiten, womit alle Teams zufrieden sind, als ein unfertiges Reglement, wo andere Teams wiederum unzufrieden sind. Die neue Regelung mit den Lizenzpunkten der Nichtstammfahrer finde ich gut, weil man somit noch zusätzliche Lizenzpunkte sammeln kann, um in seiner Karriere weiterhin aufzusteigen. Es freut mich auch zu hören, dass es für das Williams-Team langsam bergauf geht, aber dennoch ist es noch ein weiter und steiniger Weg. Kommen wir zum Community-Kommentar. Mitsu Serok hat folgenden Kommentar unter meinem Budget-Limit-Video geschrieben. Mike, weißt du zufällig, ob in Frankreich die Schikane auf der Mistralgeraden weggelassen wird? Habe nichts gefunden. Ich persönlich finde die total bescheuert. Ja, Mitsu, dankeschön für deinen Kommentar und dann hörst du jetzt auch mal meine Meinung dazu. Da schließe ich mich an, die ist total überflüssig. Witzig ist nur, letztes Jahr sagte die FIA Ende Juni, dass sie bereit sind, in Bezug auf die Mistral-Schikane Kompromisse einzugehen, da sie von Fahrern und Fans kritisiert wurde. Haben sie was dagegen getan? Nein, natürlich nicht. Ende Februar wurde bereits bestätigt, dass die Schikane bleibt. Eric Boullier, der früher bei McLaren Teamchef war und jetzt zum Organisatorenteam des Frankreich Grand Prix tätig ist, meinte, dass man die Fans zwar verstehe, aber 2018 war die Schikane die Stelle mit den meisten Überholmanövern. Aus Fan- und Marketing-Sicht sei es die beste Show. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.